In Niederösterreich heizen fast 40% der Haushalte mit Öl oder Gas. Angesichts der gestiegenen Kosten würden aber viele den Gashahn lieber heute als morgen zudrehen. Beim Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme sollte man aber auch das Thema Sanieren nicht außer Acht lassen. Wenn ich thermisch nicht saniert bin und die Wände alles durchlassen, ist eigentlich relativ egal, wie im Keller die Wärme produziert wird. Das heißt, das muss man auch den Menschen sagen. Was bedeutet es, wenn man umsteigt, hat es Sinn, in diese erneuerbaren Energien zu gehen und auf die thermische Sanierung zu vergessen? Oder ist nicht beides wichtig? Und genau dieses Thema ist nun beim Dialogforum der Arbeiterkammer in St. Pölten diskutiert worden. Aus Sicht des Wirtschaftsforschers Stefan Schleicher führt kein Weg daran vorbei, bei neuen Wohnquartieren auf innovative Energiesysteme zu setzen. Für private Haushalte hat der Experte eine klare Empfehlung. Möglichst viel Photovoltaik am Gebäude anzubringen. Photovoltaik ist so billig geworden, bringt so hohe Renditen. Sie können sich vorstellen, dass Sie also mindestens über 20 Jahre, wenn Sie Photovoltaik investieren, eine Rendite von mindestens 30% haben. Und dabei können Privatpersonen derzeit auch von Förderungen durch Bund und Land profitieren. Gleiches gilt auch beim Einbau von klimafreundlichen Heizsystemen. Der Umstieg auf erneuerbare Energieformen wie Wärmepumpen ist auch aus wirtschaftlichen Aspekten sinnvoll. Die Kosten reduzieren sich über die Laufzeit dieser Heizungen jedenfalls. Also wir rechnen immer so mit 20 Jahren und aktuell amortisiert sich eine Umstellung beispielsweise auf eine Wärmepumpe schon in der Größenordnung von unter 10 Jahren. Und das ist doch auch ein Anstoß und soll ein Anstoß sein, auch diese Maßnahmen jetzt zu heben. Doch aktuell fehlt es oft an den nötigen Fachkräften. Daher fordert Arbeiterkammerpräsident Wieser von der Regierung zusätzliche Anstrengungen. Nachholbedarf gibt es auch bei der Bereitstellung von Förderungen für Sanierungen. Wir brauchen sozial gestaffelte Unterstützung, Förderungen und vor allem ist unser Wunsch, man müsste aus der gesamten Finanzierung der Wohnbaudarlehen, der Kreditfinanzierung bei einem Bau, privat genauso wie bei einem Genossenschaftsbau, die thermische gewünschte Sanierung herausnehmen und in einen Extratopf finanzieren. Denn sonst können sich viele eine Sanierung nicht leisten, so Wieser. Das ist auch für die Experten problematisch, da der Heizbedarf durch eine gute Dämmung um bis zu 70% gesenkt werden könnte.